Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Game of Thrones. Wir spielen das Telltale Games jetzt zur Serie. Und ja, ich habe richtig Bock drauf, denn für mich ist Game of Thrones eine der geilsten Serien der letzten Jahre. Absoluter Knaller, jeder sollte sich das unbedingt mal reinziehen. Und es sei vorweg gesagt, wer sich das jetzt hier angucken möchte, sollte schon zumindest ein bisschen Grundwissen der Geschichte haben. Und ja, ich glaube, das ist das erste Spiel von Telltale, also in diesem Stil, was 6 Episoden haben wird. Wir fangen natürlich logischerweise mit der ersten an. Und ja, ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Lasst es mich gerne wissen. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Serie verfolgt und ob ihr Bock habt auf das Let's Play dazu. Eine Bewertung wäre natürlich auch super. Ansonsten genug gequatscht. Fangen wir einfach an. Los geht's. Spiel ist natürlich komplett auf Englisch wieder. Wie es halt immer so ist, zu Release von Telltale Games. Telltale Games, genau. Episode 1. Genau. Tyrion Lannister. Geilster Typ. Geilster Typ. Legen wir ja wirklich jetzt mal los hier. So, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich zocke das Ganze am PC. Für die Leute, die es interessiert. Ihr werdet auch das ein oder andere Mal hier meine Maustaste klicken hören. Jaime Lannister, Kingslayer, Oathbreaker, brought to his knees by the men of the North. And set free by the women. You'd think he'd done it himself the way he tells it. Lord Forrester's sword won't clean itself, you know. Okay, nehmen wir mal unser Schwert. Make sure it's spotless this time. Old Forrester won't be happy with blood and brains all over it. Go on, it's only blood. Now that is a proper sword. I'll have one like it myself someday. You? You'll never have a sword like that. And I say that as a friend. And if we're being honest, we are just a squire. Why not? They don't give swords like that to pig farmers. I had a hand in it, you know. Hand in what? Capturing him. He was nowhere near the Kingslayer at the Whispering Wood. He was so drunk, he barely made it out of his tent. Next, they'll tell us he caught Tyrion, too. So what really happened? Someone caught him, I suppose. Ask any man here and they'll say it was them. You captured the Kingslayer? Aye. Well, I had a hand in it. Aye. And round his ankle as 10 others took him down. See? What did I tell you? I brought him to his knees. Lord Forrester. And not before he dragged you halfway across the battlefield on your face. You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story. Which grows more far-fetched every time he tells it. Get your liege lord some wine. Go on. It's your job. Hey, ich nehme keine Befehle von dir an. Was soll das? Orders from him. You idiot, you're his squire. Now fetch him some wine. Ja, es ist I'll do it. Norrin's family. Wir schon sehen, nicht ganz einfach dem zu folgen. Aber irgendwie schafft man das schon, wenn man ein bisschen Englisch kann. House Tully is forever in his debt. They've never seen a field plowed so well. As the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Fetch your cup. Tonight we celebrate. Party's immer gut. To Robb Stark, the King in the North,
the King of Kindlemore! Tomorrow, we march on Casterly Rock, and House Forrester has been given the greatest honor to lead the Young Wolf's army and ride as the vanguard! The gods have favored us! Onward to Casterly Rock! Aye! Death to the Lannisters! Aye! The North remembers! Aye! Garrett. Also wie gesagt, Leute, ihr solltet schon ein bisschen Vorwissen haben für das. As his father, I could not be more proud of the man he's become. On a night like this, men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. There's also the question, what's to be done with you? It's been on my mind for a while now. With me, my lord? You've served House Forrester well for several years now. But I can't expect you to squire forever. How shall I reward your loyalty? What can I offer you? You served me well. Let me fight for you, my lord. You've more than proven your ability on the battlefield. No man would question that. There were those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. It's well deserved, Garrett. Your hard work has paid off. Thank you, my lord. I promise. I won't let you down. That I don't doubt. But for now, keep this between us. We're celebrating tonight. I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Now go and find Roderick if you can. I will, my lord. Thank you. Bloody hell. Empty. Squire! Fetch us more wine! Can you give me a hand? Come on. Make it up to you. Fine. But you owe me. Owe you? I've been a squire longer than you have. I outrank you. Es müsste, oder es spielt zur dritten Staffel. Also Staffel 1 und 2 sollte man schon kennen. Let him fetch his own wine for once. He's a drunk, liar and an arrogant prick. Oh, shut up, Bowen. See, that's where you're lucky. Low expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. But not by much. Who doesn't love bacon? Ah, pig farmers. All I'm saying is, at this rate we'll never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. For all I know, we could be squires for life. Pulling wine around a fucking wedding. What a waste of fucking time. Give it time. You'll get there. More easy for you to say. Maybe if my uncle were castellan at House Forrester, I'd feel different. Who my uncle is, that's nothing to do with it. How much further? It's right over there. Oh, 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 oh. It's a wedding. Also wie gesagt, Leute, ich nehme mich da nicht zurück mit Spoilern, also müsst ihr aufpassen ein bisschen. You lost your drunk your share. Good thing, Lord Walders. Generous mood. Fucking phrase. Nice night for a wedding. It's not often he finds a willing husband for one of his daughters. Don't expect me to carry it for you, Sir Garrett. What? What's wrong? What's gotten into you? You're acting rather odd. You've had too much wine. We have enough wine. Then take the fucking flagon already. What's wrong with him? Something the matter? Bowen, we have to go. You go if you're in such a rush.
But what about... What the hell was that about? Slow down, would you? What's the rush? There's no need to fucking run. Run! Oh shit, Leute, oh shit. Wir müssen die Leute warnen. Red Wedding. Geilste Folge von allen. Staffel 3, Folge 9. Absolut die allerbeste Folge von der ganzen Serie, meiner Meinung nach. We need to get back to camp. Oh, oh, oh. Ich hab die Pfeile gar nicht erst gesehen. Komm schon, komm schon! Wow! Das war knapp! Interessant mal die Geschehnisse von dem Abend jetzt hier mal live zu erleben, sag ich mal. Also wie gesagt, ich sag's gerne noch ein einziges und letztes Mal. Wer nicht wenigstens die dritte Staffel, wie es mir jetzt scheint, gesehen hat, der wird hier gespoilert. Automatisch durchs Spiel. Weil, wie gesagt, das hier, was hier gerade passiert, ist Ende der dritten Staffel. Oh, shit. Komm, 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 komm. Sprück doch. Oh, Mist, das hab ich verkackt. Hab ich's verkackt? Ich hab's verkackt. Scheiße, Mann. Das kommt davon, wenn man nicht so oft am PC zockt. Also da müsst ihr ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen. So oft zock ich ja nicht am PC. Aber jetzt machen wir das richtig, so. Und selbst wenn ich schneller drücke, ist kaum eine Chance. Und tschüss, Kollege. Nothing I could do. Find a weapon, quickly! Aber kann man das auch pausieren eigentlich? Ja, kann man pausieren. Deswegen, Leute, mache ich hier, glaube ich, mal einen Cut, damit ich euch schnell den ersten Part raussagen kann. Heute ist er am Dienstag rausgekommen, den haue ich euch noch schnell raus und ja, lasst auf jeden Fall ein bisschen Feedback da, wie gesagt, bisschen Vorwissen sollte man haben, was heißt bisschen, also wenn man nur die Serie guckt, so wie ich es tue, ich habe die Bücher nicht gelesen, mindestens dritte Staffel sollte man gesehen haben, sonst wird man ein bisschen gespoilert und bei der Serie ist das echt ziemlich scheiße, wenn man da gespoilert wird, also angucken auf eigene Gefahr, ja, ja, schreibt gerne mal euer Feedback in die Kommentare. Habt ihr Bock auf mehr? Lasst eine Bewertung da, würde mich sehr freuen. Ansonsten hört man sich beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.